So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Ich habe gerade in Erfahrung gebracht, dass es ziemlich fatal wäre, mich jetzt schon zurück zu verwandeln. Und es gibt da noch eine Kleinigkeit zu erledigen als Walross. Und das werden wir jetzt auch erstmal tun, denke ich. Ich habe mich jetzt erstmal schlau gemacht, was man hier noch alles tun kann. Zum Beispiel hier diesen Jinjo habe ich übersehen. Wie konnte ich den bloß übersehen? Jedenfalls ist es so, man muss sogar in dieser Welt zweimal gegen eine Boggy antreten. Das erste Mal, weil du glaubst kaum als Walross wird er gegen uns kämpfen. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten, Kollege Walross. Wie komme ich da drauf? Ja. Ich würde kein drauf als den. Ah. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich als Slalom. Oh, das müsste eigentlich gehen. An sich ist es gar nicht mal so schwer, aber manchmal kriegt er wohl noch so einen Boost und dann hat man ganz schön Schwierigkeiten, da mitzukommen. Okay. Du bist zu schnell. Ja, das macht keinen Spaß. Und das ist ziemlich fies. Ich habe doch die Stange berührt. Ja, ich möchte gerne nochmal. Ich dachte schon, man verliert jetzt ein Leben, aber zum Glück nicht. Zum Glück habe ich mich da getäuscht. Viel Glück, Kleiner. Wenn du mich nicht wegdrängst, ist das ja auch kein Problem. So. Ja, da holt er natürlich auch. Schön. Ja, jetzt bin ich schon wieder vor ihm. Also ich finde das jetzt ganz schön aufregend gerade, deswegen bin ich so still. Wo? Ach, da. Oh, die Muschi damals verpasst. Okay. Wann habe ich ihn einen verpasst? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh. Ich war da gerade so schön in Fahrt. Schon, dass das Spiel langsam schwieriger wird. Ja, jetzt soll es doch mal funktionieren. Ja, genau. Ja, ich kann jetzt aber auch nicht irgendwie aufgeben oder so. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Oh. Boggy wird wohl langsam alt, dass ich ihn jetzt noch einholen kann. Oh, sogar überholen. Okay. Ja, genau. Vielleicht wird er nochmal kurz langsamer. Was? Wie soll man denn da hinkommen? Ich glaube, wir haben verloren, aber jetzt sehen wir wenigstens nochmal das Ende. Ah. War doch am Ende doch noch ziemlich knapp dafür, dass ich ein paar Mal zurückhüpfen musste. Etwas Übung. Ja, außer mit dir mehr zu fahren, kann ich auch gar nicht üben.
Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ah, wenigstens stören einen die Schneemänner nicht. Das war eigentlich meine größte Sorge. Los jetzt. So. Das sollte doch zu schaffen sein. Ja, zack und zack. Und nochmal. Ja! Komm, ich will wiederholen. Ey. Ja, deine Oma ist schneller, schön. Fahr doch mit deiner Oma und nicht mit mir. Wie blöd das eigentlich auch ist, dass er gegen einen antreten will. Hat doch bestimmt andere Gegner, mit denen er auch fahren könnte. Jetzt schiebt er mich auch noch. Wenigstens haben wir diesmal gleich alles erwischt. Jetzt ist er mir auch noch im Weg. Okay, jetzt wird es nochmal fies. Jawoll! Oh, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Ja, das sind auch wir. Müssen wir halt nochmal gegen ihn antreten, in anderer Form. So, aber damit sollte eigentlich alles als Virus erledigt sein. Boah, das war anstrengend. Ich glaube, ich beende hier mal ein Part. Es wird halt mal ein ganz kurzer Part. Aber wir haben wenigstens was erreicht. So, ich hoffe, ihr guckt noch weiterhin gerne meine Videos. Ja, gebt Daumen hoch. Ich freue mich natürlich bei jedem Daumen hoch. Und tschüss, hoffentlich bis zum nächsten Mal.